Also, wir sind der Tabletop Sachsen e.V. Wir präsentieren halt das Hobby Tabletop, wie ihr es hier schon am Stand seht. Das sind einzelne Spielsysteme, die von 40.000, Warhammer 40.000 ist eins der bekanntesten. Da wird ein Sci-Fi-Szenario nachgespielt mit Modellen, mit Figuren, die man selber zusammenbaut, bemalt und ja, die dann auf der Spielfläche ausführt, gegeneinander kämpft. Man stellt zwei Armeen gegenüber hin. Wir machen das im Fantasy-Bereich genauso, auch im historischen Bereich haben wir napoleonische Spielgruppen oder auch Spielgruppen, die die Römerzeit, die Japaner, Wikinger abdeckt. Es gibt bei uns als Verein, wir sind um die 100 Leute, die wir da haben. Jeder spielt halt ein bestimmtes System. Man tauscht sich untereinander aus, man verabredet sich zum Spielen. Ja, und dann treffen wir uns bei uns in den Vereinsräumen in Leipzig, in der List. Am Listplatz ist das in der Nähe. Wir haben jetzt keinen direkten offenen Tag, den wir jede Woche anbieten, sondern die Leute verabreden sich übers Forum, über Chatgruppen, posten das bei uns meistens im Forum, geben das kund, wann jemand da ist. Wir haben feste Spieltreffen jetzt aktuell montags für die 40k-Community. Die kommen ab 16, 17, 18 Uhr zusammen, spielen zusammen. Dann am Dienstag und Mittwoch sind meistens die Song of Ice and Fire-Leute da. Die Age of Sigma-Leute, die verteilen sich ein bisschen über die Woche, die haben keinen richtigen festen Tag. Am Donnerstag haben wir jetzt aktuell historische Spieler drin, die Board-Action spielen in Flames of War. Das sind so zweite Weltkriegsspiele, wo diverse Schlachten nachgestellt werden können. Dazu haben wir einen großen Maltisch, den wir anbieten für unsere ganzen Mitglieder, dass die halt ihre Figuren bei uns selbst bemalen können. Nicht nur zu Hause, sondern sie sich auch im Club einfach setzen können zum Malen, genauso zum Basteln. Weil jede Figur muss ja auch erst aus dem Gussrahmen gelöst werden, muss zusammengebaut werden, grundiert, bemalt, bevor sie auf dem Schlachtfeld hingestellt wird und gespielt wird. Sicherlich kann man sie auch unbemalt spielen. Bemalt ist halt einfach schöner. Das ist das, was unser Verein anbietet. Das Faszinierende an dem Hobby ist, dass wir in dem Vergleich zum Computerspiel oder zu einem strategischen Online-Spiel ja halt wirklich real an der Platte stehen. Ja, man hat die Leute sich gegenüber. Und man trifft sich auch außerhalb des Spiels, also man spricht miteinander, man spricht über das Spiel, danach, davor, man fachsimmelt über Sachen, man guckt auch mal über den Tisch hinaus, auf den Nachbartisch, was machen die Leute, man spricht natürlich auch über private Sachen, so wie es in einem normalen Vereinsleben ja der Fall ist. Also wir treffen uns jetzt nicht, um jetzt stupide da zu spielen und dann wieder zu gehen. Ja, solche Leute wird es oder gibt es natürlich auch, ist gar nicht auszuschließen, aber das ist auch nicht ganz der Hintergrund. Also wir wollen ja auch dieses Miteinander verstärken, dass sich wirklich mal wieder real treffen. Die einen malen lieber, die spielen nie, die anderen spielen ausschließlich und malen fast nie. Die, die beides machen, sind auch da. Aber man kann jetzt nicht sagen, dass eine Gruppe überwiegt. Also es gibt sich so die Klinke in die Hand. Also es ist so teils, teils. Der Verein ist auch nicht nur da, um für uns selber jetzt einfach Räume zur Verfügung zu stellen, sondern auch das Hobby zu präsentieren, das Hobby nach außen zu tragen. Zu sagen, wir sind nicht die Nerds, die im Keller sitzen und mit Figürchen spielen, sondern noch einmal zu sagen, Leute, das ist ein Hobby für jedermann, für jeden, der da Lust und Laune drauf hat. Und das ist das, was unser Verein präsentieren möchte und auch will.